Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel unseres geliebten Let's Play Wolfenhain. Mit mir, eurem Let's Play Retro, der sich wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen würde. Es ist ja schließlich Weihnachten, das schenkt man doch gerne, oder? Und ich schenke euch ebenfalls etwas, nämlich eine Handvoll Nebenquests, die erledigt werden. Effektiv haben wir im letzten Part, Ähnliches erledigt, denn wir haben ja das Schachrätsel gemacht und sind mit der eigentlichen Geschichte schon seit längerer Zeit nicht mehr so wirklich vorangeschritten. Aber wir wissen ja auch mittlerweile, dass die eigentliche Geschichte ja nur so ein bisschen als roter Faden dient, um die ganzen Nebenquests zusammenzuhalten. Ich habe immer noch keine Idee, welcher Dünger dieses störrische Feld etwas empfänglicher für Bewuchs machen könnte. Dann guck mal, was ich für dich hab! Ja, was hat denn der Giso für irgendeinen Scheißhaufen? Ich bin mir nicht sicher, wann wir den eingesammelt haben, das ist bestimmt schon wieder 40 oder 50 Parts her. Du hattest das die ganze Zeit in deinen Taschen? Oh ja! Vor genau dieser Art Dank warnen kluge Mütter ihre Kinder, wenn die an Lebensbereitschaft zu erkranken drohen. Sei nicht gleich eingeschnappt. Der Dünger wirkt wirklich vielversprechend. Warte, ich probiere ihn gleich aus. Im Gegensatz zu dir nehme ich aber lieber die Schaufel. Er hat doch jetzt trotzdem die Hände genommen. Er hat die Schaufel nicht mal angefasst. Tja, gehen wir es verhalten an, bevor wieder eine Hoffnung zerplatzt. Ich versuche es einfach mit einer Rübe. Und den Dünger hinzu. Oh, es geht schon los. Wunderbar. Die Choreografie gefällt mir sehr gut. Woher hast du diesen Dünger? Schildpfoten, Zürviertel, glaube ich. Hast du eine Ahnung, was so ein Dünger bedeuten kann? Oh, hast du. Er kann seine Gedanken lesen. Ich sag dir was. Finde heraus, von welchem Geschöpf dieser Dünger stammt und ich werde dich wahrhaft angemessen belohnen. Angemessen übersetze ich traditionell mit sehr, sehr viel. Das lass meine Sorge sein. Nur eines, sage deine Entdeckung ausschließlich mir. Nur mir. Sitters Segen, was für ein Dünger. Können wir diese Mohrrübe irgendwie... Nicht naschen. Ach, ach. Aber heute ist doch heiliger Abend, da gibt's doch was zu naschen. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle keine Mohrrüben bekommt. Das wäre schon sehr seltsame Geschenke. Den Dünger finden wir also hier im Torviertel. Was wir hier im Torviertel auf jeden Fall erstmal brauchen, ist ein Besuch beim Bäcker. Denn ohne den werden wir keinerlei Einlass in die Häuser finden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich hier jedem irgendwie was Unterschiedliches bringen muss oder ob alle dasselbe wollen, ob man jedem diese Ratsplatztorte kaufen muss. Aber hey, wir haben sowieso unendlich viel Geld effektiv und Ressourcenmanagement oder sowas gibt es in dem Spiel eigentlich auch nicht so wirklich. Deswegen passt das einfach alles, wie es ist. Dann hör, Nachbar. Oh, haha. Also so ein Nachbarschaftspräsent wäre doch nicht nötig gewesen. Rein, rein, sofort an unser Gast. Und da oben haben wir auch die Kreatur, die derart guten Dünger produziert. Ein großes Wildschwein oder sowas in der Art. Oh, den Wuffeltinger. Reizt lieber nicht. Der Wuffeltinger erinnert mich ein bisschen an den Wolpertinger. Wuffeltinger? Ach, da fragt lieber ein Züchter, was in einem Wuffeltinger so alles steckt. Zu ihren Besitzern sind diese Tierchen zumindest herzenslieb. Nur beim Gassi gehen muss ich aufpassen, dass Wuffel nicht nach den Nachbarn schnappt. Darum bleibe ich mit ihm meist nah am Haus. Also von ihm stammt die fruchtbare Hinterlassenschaft. Was meinst du, Nachbar? Dein Wuffel produziert einen Dünger, der in Kornweil auf echtes Interesse gestoßen ist. Was du nicht sagst. Werthaltiges Interesse? Er hat denselben Gedanken wie Gisov, das ist auch gut. Suchst du eventuell einen Geschäftshändler, der sich mit einem maßlos bescheidenen Anteil begnügen wird? 2%? 20%! Na, was soll daran denn günstig sein? 5%, und dafür muss ich dem Gesellen bereits die Mahlzeiten streichen. Nimm ihm auch noch was vom Lohn, dann kannst du dir meine 15% leisten. 10%, mein letztes Wort. Du bist ein knausriges Krämerweib ohne Sinn für guten Nachbarschaftsgeist. Ich glaube, eher Gisol wird sein... ultimativen Gegner gefunden. Also? Einverstanden. Ich vermittle euer Geschäft und kriege dafür die vereinbarten 12%. Ich finde das gut. 10! Ja, doch! So, also was muss ich jetzt genau machen? Sorry. Hast du das Geschäft schon... Ach so, genau. Wir bist jetzt wahrscheinlich einfach nur... Hast du das Geschäft schon angebahnt? Du bist ein wahres Teilmehrweib. Danke. Und wie sieht es aus? Sobald ich wieder nach Kornweil komme, kümmere ich mich darum. Und das werden wir natürlich auch sofort erledigen.
Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass viele Quests in dem Spiel irgendwie darauf hinauslaufen, dass man, ja, einfach viel hin und her läuft. Das ist schade, weil die Quests sind prinzipiell eigentlich ganz cool. Sie sind auf jeden Fall witzig gemacht, ja, realistisch, aber irgendwo auch sehr witzig. Aber dieses Ganze, ich meine, es geht jetzt gerade vom Torviertel nach Cornwall, ist jetzt kein so großer Weg, aber wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, wie oft man zu diesen Novizen laufen muss und wieder zurück und, ach, Lehrlinge. Frau Lockeknecht, ich habe nun ein Geschäft angebahnt, das dich fortwährend mit Dünger versorgen wird. Mit dem wundertätigen Dünger des explosiven Rübenwachstums? Erzähl! Wende dich einfach mit angemessen gefüllten Münzbeutel an die Schmiede im Schildfurtner Torviertel. Die Schmiede? Mach einfach, was man dir sagt! Aber ich müsste dann regelmäßig das Stadttor passieren, um neuen Dünger zu holen. Wie komme ich denn an der Wache vorbei? Meine Güte, Landei! Indem du den Wächter an euren Einkünftigen beteiligst! So, und ich kriege 20% von jeder verkauften Rübe. Die Vermittlergebühr ist bereits verhandelt, unveränderlich! Erwählter, ich eile dich vor einem Irrtum zu bewahren. Die Schmiedefrau und du handelt nur 10% für dich aus. Na, sieh mal an! Darüber hinaus schien mir nicht der Rübenerlös die Anteilsbemessung zu sein, sondern lediglich... Ab ins Bett, Jungchen! Moment, das möchte ich noch hören. Der Kleine muss jetzt schlafen! Jetzt schon? Sofort! Und wir zwei beiden spielen Vorkasse. Die prächtige Rübe, da trägt dir doch bestimmt 200 Goldstücke ein. Das macht bei den fälligen 20% Anteil für mich, also warte, ich rechne es dir aus. Glatte 600 Münzen für mich! Ich glaube, das sind mehr. Wie viel waren das? 200... Moment, wie viel hat diese Rübe jetzt gekostet? Bei Timer. Der Paladin hat 10% gesagt und die Rübe ist allenfalls 10 Goldstücke auf dem Markt wert. Dabei zahle ich doch drauf. Dieses Prachtexemplar eines Wurzelobstes? Gemüse. Wurzelobst ist aber auch gut. Das bringt hier mindestens 175 Gold ein. Und dabei machst du dem Käufer noch einen Freundschaftspreis. Hat Gisov gerade 200 oder 2000 Gold gesagt? Ich bin mir schon wieder nicht mehr sicher. Hört diesen Verrückten. Falls ich für diese Muckermöhre mehr als 20 Gold verlangte, peitsche man mich vom Markt. Zu Recht. Der Kolossalklotz soll weniger als 150 Gold wert sein? Wer schäme dein Pflanzwerk nicht? 50 Gold. Mehr kann ich von einem Käufer nicht verlangen, wenn ich morgen noch in eine Pfütze blicken will. 125! Aber bei diesem lächerlichen Preis machst du dich schon zum Gespött. 75! Und dabei weine ich schon vor Gram, muss ich doch den ärmsten Käufer wegen meiner Raffgier und sein Hab und Gut bringen. 100, du Quälgeist! Abgemacht. Hier hast du deine 10 Goldstücke Anteil. Für jede neue Möhre, die ich auf deinem gedückten Feld sehe, bekomme ich weitere 10 Münzen! Der Gefährtenschaft selbstloser Wachstumsförderer und beglückter agrarischer Feldpflüger sprießen hiermit gedeihliche 1500 Erfahrungspunkte zu, ausnahmsweise mal nicht EP, auf dass die erblühenden Helden weiter florieren. Brunnenstufe 28 erreicht. Sehr schön. Das hat jetzt tatsächlich länger gedauert, als ich erwartet habe. Aber hey, wir können ab und zu mal wieder zurück nach Cornwall gehen und mal gucken, was sich dann bis dahin getan hat. Ich kann ja noch mal kurz hier oben mit der Dame sprechen und versuchen, ob ich irgendwie die Möglichkeit habe, doppelt abzukassieren. Ja, heute versuche ich auf jeden Fall nicht vom Wasser getroffen zu werden. Das Geschäft ist angebahnt. Mein Wuffel legt nun wahre Kostbarkeiten. Du bist ein echt wahres Timer-Vibe, Eitraut. Danke. Okay, gut. Wir haben von ihm bereits die 10 Gold und vor allem auch die 1500 Erfahrungspunkte bekommen. Und ich denke mal, dabei wollen wir es auch erstmal sein lassen. Wir können allerdings noch einmal zurück in eine andere Stadt, Lindhag, deren Namen ich vergessen habe. In Lindhag hat sich der Bug mittlerweile von selbst erledigt, also so halb zumindest. Wenn Brun hier reinkommt, wird er nach wie vor seine Reden schwingen. Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Es ist ein wenig traurig, aber naja, jedes noch so große, noch so gute Spiel, ich meine, es ist die vierte Version und es ist ein kleiner Fehler, der zum Glück nicht weiter ins Auge stößt. Und warum auch immer, aber dieser Begehbarkeitsfehler, den ich ja damals hatte, der ist jetzt nicht mehr vorhanden. Der wurde scheinbar durch das Erledigen eines anderen Quests überschrieben oder sowas. Das Herz des Waldes duldet uns nicht länger an seinen Grenzen und das Holz wird immer knapper. Wie war das noch mit deiner angeblichen Hilfe, Fremder? Der Wald wird deine Leute wieder dulden, wenn du von diesem Entgegenkommen klug gebraucht machst, Heller. Du redest. Hast du eigentlich schon das passende Alter für so einen Tonfall erreicht? Was erzählst du da überhaupt für Dinge über meinen Kopf hinweg, Küken? Nun, Heller. An die Arbeit, Knechte. Wenn ich aus dem Haus komme, würde ich nur noch Holzhackerfleiß sehen.
Ich dachte, es an ihre Kinder. Und wagt es, die Stimme zu erzürnen. Da der Auftrag offenkundig als erledigt angesehen wird, kommen wir zur Zahlung. Zahlen kann ich erst, wenn der Holzverkauf wieder angelaufen ist. Ja, komm schon, meine Liebe. Eine umsichtige Hausherrin wird doch ihre Reserven angelegt haben. Viel ist es nicht. Ich denke, es wird reichen. Einträgliche 100 Goldmünzen regnen auf die Helden herab. Dazu gesellen sich noch 1500 EP als Lohn der vergangenen Anstrengungen. Der Holzverkauf ist damit wieder eröffnet. Dein Kessel steht deinen treuen Helfern bestimmt auch offen, hä? Ja, doch. Dann ist es aber gut. Ja, den Kessel werden wir noch benötigen, aber wir können... Nein, der Schwatzen wollten wir noch eigentlich nicht. Na gut, dann schwatzen wir erstmal. Danke für eure Hilfe. Danke. Ist der Konvention damit Genüge getan? Gut. Zum Glück will sie auch nicht schwatzen, aber wir wollen Holz kaufen. Denn das benötigen wir. Ihr ahnt es bestimmt schon für einen anderen Nebenquest. Und so viele Holzscheite brauche ich nicht. 10 sind es an der Zahl. Ich weiß nicht, wo wir die anderen beiden hier haben. Ich nehme an, die haben wir irgendwann im Laufe des Spiels mal gefunden. Ich hätte so gerne Stützholz. Ja, guck mal, kleiner Widukind, was der nette Onkel da hat. Willibald. Legst du nun Wert auf deinen austauschbaren Namen oder dieses einzigartige Schnitzholz? Das ist gut gesagt. Schnitzholz. Sehr gut. Und jetzt her mit deinem Taschengeld. Wirst du dem Jungen wohl das Stück Holz überlassen? Aber ja. Toll, was für ein prächtiges Stück Schnitzholz. Und das auch noch als Geschenk. Immerhin gibt es ein Trostpflaster von 500 EP. Waldrader Stufe 28 erreicht, nichts Neues gelernt, schade. Dann sind wir hier in Lindhag auch soweit durch. Allerdings gibt es da oben noch etwas, das wir ebenfalls einsammeln können. Wenn ich den Weg dahin finde, nämlich... Wenn ihm davon nicht die Rübe summt, weiß ich nicht, was einem Schädel sonst Geselligkeit bietet. Für den Schädel in der Steppe finden wir hier Gesellschaft... Ich wäre niemals darauf gekommen. Niemals. Niemals nie. Das hat sich zum Glück beim Lesen der Wiki irgendwie so zufällig ergeben. Da dachte ich mir, ach, gut, dass ich das gesehen habe. Gut. Du willst in dem einsamen Steppenschädel einen Bienenstock ansiedeln? Klar! Wenn's sonst nichts anderes ist. Aber gut, dass Gisulf noch daran gedacht hat. Also ich hätte es definitiv vergessen. Aber hey, in diesem Part werden wir tatsächlich, also wir erledigen tatsächlich eine Menge relevanter Dinge. Wir schaffen es wirklich richtig, richtig viele Quests zu erledigen heute. Wir füllen unsere Tagebucheinträge mal sehr geschickt auf und das war jetzt irgendwie ungünstig. Der gute Hardu von uns. Wir bräuchten mindestens 10 Holzscheite, um etwas Sorgenfeuer die kommenden Wetter zu durchleben. Ja, guck mal! Du hast die Scheite, gleich 10 Stück. Ich stehe natürlich zu meiner Vereinbarung. Was bekommst du gleich? 60 Gold! Das ist fast unser gesamtes Haushaltsgeld. Ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Hast du gehört, Irmengard? Wenigstens müssen wir nicht erfrieren, wenn wir hungern. Der Handel gilt! Ach, wenn man diese Gegenstände doch ein bisschen einfacher übergeben könnte. Siehst du, was ich hier für dich habe? Fütterungszeit! Oh, du für uns! Doch nicht unser letzter Sommer, Liebster. Ihr habt der Gemütlichkeit eine neue Provinz erkämpft, Recken. So gesehen hat ein Feuerholzbringdienst fast schon etwas Heroisches. Natürlich, deswegen gibt es ja auch 800 EP für die Heldentat. Immerhin besser als nichts. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Ach, ich würde vorschlagen, wir gehen einfach wieder zurück zur Hügelsteppe. Weil so spontan fallen mir jetzt eigentlich wirklich tatsächlich keine anderen Quests ein, die wir noch erledigen könnten. Und in der Hügelsteppe haben wir noch mehr als genug zu tun. Erst einmal natürlich zurück zum Schädel und uns auch hier unsere Belohnung abgeholt. Wo war der noch gleich? Hier oben natürlich. Da unten scheint auch etwas zu sein, aber ich glaube, da gehen wir dann lieber erst hin, wenn wir Bronk im Team haben. Habt ihr schon etwas gefunden, das ihr mir als Geselligkeit in den Schädel einlisten könnt? Sage Hallo zu deinen neuen Freunden! Bienen! Ah, zumindest ist direkt was los in der Kopfhöhle. Zumal nun so schnell kein Wag mehr neugierig in mein Jochbein zu beißen wagen wird. Behandle die Bienen gut. Dann wird in dir auf lange Zeit ein treuer Staat siedeln. Hab Dank, holde Herrin der entzückenden Knöchel. Der Bienen, ja, heißt so, verschwirrt, verkrabbelt und versummt die Einsamkeit des untoten Totenschädels, womit die Helden, den Helden, Helferhänden 1500 EP übereignet werden. Moment, den Nektar aus dem nun leeren Bienenkorb nehme ich auch. Gisulf sichert sich zweimal Nektar.
Yay, und was machen wir mit dem Bienenkorb? Der wird scheinbar einfach so groß weggeworfen. Dann versuchen wir erstmal an diesem Troll vorbeizukommen, den erledigen wir dann gleich noch, wenn wir Bronk im Team haben. Oder von Makwitz, von Bronk, komm mit! Ja, papapapa. Und dann wird hier ein bisschen paar Trolle gejagt. Level 25 sollten wir also an der Stelle sein, haben wir uns. Wir haben uns, glaube ich, alles schon mal angeguckt. Gucken wir einfach mal, wie gut er im Kampf ist. Und Bronk füllt seine Lunge. Ah ja, okay, alles klar. Also Bronk ist zwar dabei, aber auch nicht so wirklich. Anderen der Gegner scheint auf jeden Fall stark zu sein. Und wir können erfolgreich einen Trollhahn stehlen. Dann rufen wir doch mal die Eule herbei. Okay, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass wir Bronk vielleicht irgendwie im Team haben und dass er tatsächlich auch irgendwie nützliche Sachen macht. Bronk bleckt das Gebiss. Er hat auf jeden Fall 252 Schaden gemacht. Ich denke mal, das ist schon in Ordnung. Das war jetzt nicht so günstig. Ja, der Troll hält den Felsen fest, auch wenn er erstarrt ist. Aber vom Ansatz her war die Idee ganz gut. Das Problem ist dadurch, dass ich das Spiel so selten spiele, weiß ich jetzt auch gar nicht, was gut gegen die Gegner ist. Wassertropfen? Wir probieren mal hier so einen Bogenprall. Na, der macht doch auf jeden Fall Dinge. Dann mache ich das Ganze gleich nochmal. Peitschenzweige. Probieren wir es einfach mal, warum nicht? Okay, das ist nicht so effektiv. Können wir uns auf jeden Fall merken. Oh, die Gegner können sich natürlich regenerieren. Das ist unschön. Brun kann gerade natürlich nichts Sinnvolles machen. Das ist auch nicht gut. So, jetzt aber hier noch ein zweites Troller stellen. Nicht, dass wir es brauchen. Wahrscheinlich sollte ich mal mittlerweile aufhören, die Gegner zu beklauen, weil unser Skill ist schon echt ganz schön hoch. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, wie viel länger das Spiel noch geht. Also ich glaube auf jeden Fall, die Trolle hier werden uns auf jeden Fall richtig viele Sorgen bereiten. Ich meine, dadurch, dass sie sich regenerieren können, geht das schon ganz schön ab. Aber der erste ist schon kaputt. Also 500 regenerieren ist schon richtig, richtig eklig. Aus irgendeinem Grund sind wir allerdings mittlerweile zäh genug, dass wir an einem Kampf nicht sofort sterben. Hat Bronk jetzt 61 Schaden gemacht, das ist nicht so besonders viel, aber der davor, wow, 466, wirklich? Na, das war jetzt doof, ich hätte den anderen Angriff nehmen sollen. Naja, egal, zu spät. Der Kampf ist jetzt zum Glück nicht so schwierig, dass man sich hundertprozentig anstrengen muss. Man hat ja noch Bronk im Team, das ist ja jetzt momentan so, als würde man zu fünft kämpfen. Ich sollte es eher als positiv erachten, so kann Bronk nämlich... Warum bekommen wir nur einen Kristall, wenn es gerade eben zwei Trolle waren? Nee, die Logik ergibt sich für mich jetzt nicht so ganz. Wir schauen auf jeden Fall erstmal nach hier unten und ich wollte jetzt eigentlich noch sagen, dass der Vorteil ist, dass wir Bronk dadurch nicht heilen müssen. Ich sollte vielleicht nochmal Augenmerk einsetzen. Hier sind natürlich auch Dornen, wer hätte es gedacht, überall die Welt der Dornen. Und hier unten ist ein Barbar. Hallo Barbar, der möchte gegen uns kämpfen. Dann sind das wahrscheinlich Mitglieder des Witterbarbaren Stammes. Mal gucken, was sie so Schönes für uns haben. Der ist auf jeden Fall erstarrt, das ist gut. 25 Goldmünzen, wir haben Gold dabei. Und hier rufen wir erstmal unsere Eule. Denn auch die Gegner können... oder der Schamane ruft sich selbst herbei. Ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Ich muss hier auf jeden Fall erstmal Veldrade eilen, merke ich gerade. Und analysieren muss ich die Gegner mal. Barbar des Bärenstammes. Ach, die gehören gar nicht zum Widerstamm, okay. 682 von 800 Trefferpunkten ist auf jeden Fall machbar. 40 von 40 MP, Stärke, Klinge und Erde, Schwäche, Wucht und Feuer. Schade, dass Valrada keine Feuerzauber beherrscht, aber Gisulf tut es. Wir versuchen auf jeden Fall erstmal diesen Schaman hier zu bestehen. Der hat ein Schlafpulver dabei. Okay, auch nicht sonderlich aufregend. Was war das jetzt? Feuer und irgendwas anderes, ha? Huh? Wir probieren mal so einen Bogenprall.
Ne, der macht schon ein bisschen Schaden, das ist in Ordnung. Okay, keine Ahnung, was das jetzt genau gemacht hat. Ob der Schaman auch heilen kann? Ich habe irgendwie immer so die Vermutung, dass ja. Deswegen vielleicht sollten wir uns dann auch demnächst mal... Wie, was los? Hexenkunst? Ach, die Eule ist stumm, ja, das ist ja richtig cool. Aber Analyse funktioniert zum Glück trotzdem. Schamane des Bärenstammes. 916 von 1000 HP, 150 von 160 MP, Stärke, Klinge und Duft, Schwäche, Wucht und was. Ach ja, genau, Wucht war ebenfalls noch gut. Aber da Feuer ja auch ganz sinnvoll sein soll, probieren wir erstmal Lohnleid. Ich muss auf jeden Fall zugeben, ich wünsche mir in zukünftigen Trollspielen entweder ein schnelleres Kampfsystem oder einfach Gegner, die weniger zäh sind, weil die Kämpfe ziehen sich für meinen Geschmack doch schon ganz schön hin. Wir kümmern uns lieber erstmal um den Schamanen, der doch resistenter ist, als ich gedacht habe. Und die Eule kann wieder zaubern, wenn auch nicht sonderlich stark. Bronn kümmert sich erstmal um die Kleinen. Ne? Okay, das war jetzt absolut ineffektiv. Aber ich glaube, Wucht war trotzdem schon ganz gut. Aber wir haben jetzt natürlich unsere Klinge ausgerüstet. Ja, na gut, da werde ich jetzt einfach in dem Kampf hier noch weitermachen und dann... Beim nächsten Mal werde ich dann einfach meine Wuchtwaffen ausrüsten. Kann ja keiner ahnen. Immer diese ganzen anstrengenden Gegner hier auf der Steppe. Aber Bronk hat jetzt den Typen ganz allein fertig gemacht. Und wir machen den ja auch ganz allein fertig. Los, Waldrader, Wasserplatsch. Ah, 213 ist sogar ganz ordentlich. Bin ich erstaunt. Doch recht angenehm. Bei den Göttern 1800 Erfahrungspunkte, 50 Gold, Dunkelbeeren. Und die versteinern nicht und lassen nichts für uns da. Und überhaupt konnten wir hier irgendetwas finden. Ein Schachtgrab, wie es in der Frühzeit der Könige noch häufig in Gebrauch war. Nimmst du nur Anlauf, um wieder eure Rollen zu zitieren, oder folgt dir noch ein praktischer Zweck? In die Schächte wurde nicht nur der Verschiedene gebettet, zur Weinung gab man ihn auch mit seinen Schätzen. Also so ein Grab! Sag das doch gleich, Jungchen! Hopp, hopp, rein mit uns! Au! Au! Nanu, was habt ihr denn? Ach so, keine Männer. Unterstehe dich in Begleitung eines erfahrenen Anführers, ohne Erklärung einfach zu so, ach so, und du Naseweiß. Der Schacht lässt keine Männer passieren. Dann runter mit dir, also lassen wir es lieber. Am Ende gelingt es der Kleinen noch aus eigener Kraft, wie? Was hat die denn plötzlich? Wir können es natürlich jederzeit nochmal probieren, ne? Genau. Wir lassen es erst einmal lieber. Das ist dann doch lieber etwas für den nächsten Part unseres geliebten Let's Play Wolf Mine mit mir, eurem Let's Play Retro, der sich wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen würde. Denn es ist ja schließlich Weihnachten und wir hatten eine Menge Spaß hier mit unseren wunderbaren Nebenquests und natürlich mit den langen Unleashing of Chaos Kämpfen hier in der Hügelsteppe. Bis zum nächsten Mal.